Mein Name ist Manuela Lackner, ich bin in der Privatklinik Arzragen jetzt die Still- und Laktationsberaterin und möchte allen Mamas ein paar Tipps geben, wie sie ihr Baby gut anlegen können. Generell ist es wichtig, dass die Mama gut sitzt und eine schöne Position hat, wo sie sich entspannen kann und damit auch das Baby gut halten kann. Es ist auch sehr förderlich, wenn die Mama in der Nähe Wasser oder einen Tee hat zu trinken oder Fingerfood hat zu essen, sei es Obst oder Nüsse, weil sie während des Stillens meist selbst auch durstig und müde wird und dann auch für sich selbst gut sorgen kann. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es 3 Stillpositionen gibt, die für Mamas ganz gut funktionieren, und die Mama sollte die am besten in der Privatklinik Ragnitz auch schon ausprobieren, und die Position, die für sie und ihr Baby am besten passt, die kann sie dann zu Hause immer verwenden. Und die Mama setzt sich jetzt hin, dass sie eine gute Position hat, am besten mit dem Stillkissen von hinten nach vorne, damit gerade hier eine gerade Fläche entsteht, damit die Mama das Baby gut drauflegen kann. Man kann natürlich noch eine Windel drauflegen, damit das Ganze ein bisschen kuscheliger wird, beziehungsweise wenn der Stuhl höher ist, kann man auch einen Fußstand, damit sie gerade steht. Die Mama bereitet die Brust vor. Und wenn sie gut sitzt, geben wir ihr das Baby. Das kann zu Hause auch der Partner machen oder sie hat es neben sich auf der Couch liegen. Das Baby liegt genauso in einer halbrunden Position. Die Mama kann mit der rechten Hand das Kopfball vom Baby halten und mit der linken kann sie die Brust halten, wenn es das Baby benötigt. Mit der Mamille, mit der Brustwarze, kann sie an der Unterlippe vom Baby ein bisschen stimulieren und dann saugt das Baby bestenfalls sofort gut an. Und manche Babys brauchen ein paar Anläufe. Wichtig ist, dass das Baby auf der Unterlage aufliegt, dass die Mama das Baby nicht tragen muss, dass sie die Schulter entspannen kann. Und deswegen ist es wichtig, dass sie die Beine gut abstellen kann und nicht auf den Zehenspitzen stehen muss. Wenn das Baby dann einmal gut saugt, kann die Mama eine gemütlichere Position einnehmen, kann mit der Hand das Baby so halten. Es sei denn, das Baby braucht Unterstützung, dann kann die Mama die Brust halten. In dem Fall geht das wunderbar so. Die Mama hört dann deutlich, dass das Baby saugt und schluckt, und das ist ganz ein wichtiger Indikator dafür, dass das Baby gut essen kann. Die Babys können sehr gut essen, wenn sie eine halbrunde Form haben, so entlang Bauch am Bauch der Mama. So als Richtlinie das Ohr, die Schulter und die Hüfte sind so ein halbmondförmiger Form. Und dann kann das Baby am besten schlucken und braucht den Kopf nicht verdrehen und kann gut speisen. Eine weitere gute Position ist die Rückenhaltung oder Footballhaltung, wie wir so schön sagen. Das Baby kommt einfach mit den Beinen Richtung Rücken von der Mama. Das Prinzip ist wieder das gleiche. Die Mama kann mit der Hand das Kopfball vom Baby halten, mit der anderen Hand das Kopfball, die Brust halten, und das Baby kann gut ansaugen. Der Vorteil bei dieser Position ist, wenn die Mama mal Knoten da im hinteren Bereich der Brust hat, die unter Umständen schmerzen, und sie legt das Baby in dieser Position an, dann kann das Baby viel schneller die volle Brust von hinten entleeren. Prinzipiell ist das gleich, in welcher Position die Mama dann stillt, wenn alles in Ordnung ist, aber es ist ihm gut zu wissen, eine Alternative zu haben, wenn die Brustwarzen einmal schmerzen oder wenn einmal ein Knoten entsteht in der Brust, wie kann sie die Mama zu Hause selber helfen. Beim Stillen im Liegen gelten die gleichen Grundsätze. Die Mama soll eine ganz gemütliche, entspannte Position haben, damit es auch möglich ist, dabei einzuschlafen. Sie soll gerade im Bett liegen, den Kopf so auf Polstern, auf einen oder zwei Polster ablegen, damit sie nicht unterstützend braucht. Mit einem Stillkissen funktioniert sehr gut, wenn man ihn vom Rücken durch die Beine durchführt, und somit kann es den Rücken von der Mama unterstützen und genauso den Rücken des Babys unterstützen. Von der Höhe her sind die Matratzen im Bett sehr unterschiedlich. Die Mama hat darauf zu achten, dass die Brustwarze und der Mund des Babys immer in einer Höhe sind, und dann kann das Baby gut ansaugen und gemütlich essen. In der liegenden Position
gilt das Gleiche. Das Baby liegt wieder Bauch an der Mama. Die Brustwarze der Mama und der Mund des Babys sind in einer Höhe. Die Mama kann dann mit der Hand das Baby unterstützen am Rücken oder am Kopf ein bisschen führen, wenn es notwendig ist. Die Babys können ansaugen und bestenfalls kann die Mama und das Baby dann einschlafen nach dem Essen.